Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Prison Architect Cheat Knast Episodes, meinetwegen auch noch, damit möglichst viel Englisch in einem Satz drin ist. Wir sind wieder einmal zurück mit unserem kleinen Cheat Knast, Knasti, Knast, Knast. Und zwar spiele ich diese Folge Cheat Knast jetzt, bevor ich eine weitere Folge vom normalen Season Staffel 2 Let's Play Knast aufnehme. Das heißt, ich werde mich jetzt gleich in der Folge, weiß ich nicht was, irgendwas mit 37, 38 oder so, ich mich glaube ich sehr doof anstellen vom Let's Play. Aber anders geht's leider nicht, denn wir haben bereits wieder Mittwoch und das heißt, die Folge von morgen, also für Donnerstag, muss ich heute mal machen, weil ich morgen keinen Zeitdruck habe, keinen Stress. Und das heißt, die muss ich heute leider aufnehmen. So, was heißt leider? Ihr versteht schon, was ich sagen möchte. Hoffe ich. Wenn nicht, I'm sorry. Das hier beispielsweise wäre für mich so eine Art Verwaltungstrakt. Wir könnten hier 7x7, also 5er Räume bauen. Nicht so. So. Könnten wir. Hätten wir aber nichts von. Hätten wir nämlich in der Mitte so eine Dingswand, denn das hier ist eine 14er Wand. Achso, na gut, 7x7 ist logisch. Ich würde vorschlagen, wir machen unsere Büroräume mittlerweile ein bisschen anders. Wir machen einfach mal 8 und machen hier auch nochmal mal 8. Beziehungsweise, wie lang ist denn der Raum hier? 25. Es ist schwierig. Und wir auch nochmal 8 und da auch nochmal 8. Also so ein bisschen planen und ausprobieren gerade. Mal 11. Wenn wir das so machen, dann ist der in der Mitte am kleinsten. Oder? 7... 7, 7, ne, sind alle gleich groß. Ja, ideal, machen wir so. Nehmen wir so. Das sind hier die Büroräume, die kommen hier vorne auch nochmal hin, wenn wir den Knast nach unten ein bisschen spiegeln. Und das ist so, warum klicke ich immer auf Beton? Ich weiß es nicht. Das ist so mein Vorschlag, wie wir hier diesen Knastteil bauen könnten. So, ansonsten würde ich den Vorschlag machen, machen wir hier unseren Viererweg weiter. Klatschen hier wieder diesen Klotz dran. Und hätten dann unseren Verwaltungstrakt quasi schon gebaut. Zack, zack, Leute, an die Arbeit, bauen, bauen, bauen. Benötigt Eingang, ja, herzlichen Glückwunsch. Da bin ich von ausgegangen, dass ein Haus auch einen Eingang braucht, um zu funktionieren. Auch wenn es ein Knast ist, man muss ja nicht davon ausgehen, dass der komplett anders gebaut wird als ein normales Haus. Wir bauen hier mal Personaltüren rein. Macht mal bitte eben, zack, zack. Warte mal eben, bis alle Personaltüren gebaut wurden. Sehr gut. Einmal weg damit. Einmal dahin damit. Einmal. Okay. Einmal erst diese Wände bauen, damit ich weiß, wie das aussehen muss. Dann einmal das wieder löschen. Und dann können wir hier unsere Dingswände wieder reinbauen. Unsere Ziegelwände. Dann können wir uns jetzt mal eigentlich auch überlegen, wie wir hier die Büros, die Türen setzen in den Büros. Das können da übrigens auch schon welche hin. Wir können, denke ich mal, wie machen wir denn die Türen? Wir könnten eine zentrale Tür machen, so. Das ist eine gute Frage. Wir können ja auch, ich habe jetzt mal eine ganz geniale Idee hier. Bitte nicht hauen für diese Idee. Vielleicht, nein, doch nicht so. 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 So und so und zack, 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 zack. Baut mal eben die paar Wände bitte. Dann könnten wir theoretisch mit diesen normalen Türen so Mehrfachbüros animieren, wollte ich gerade schon sagen, weil kommt ja auch eigentlich drauf hin. Also passt ja eigentlich auch das Wörtchen animieren in diesem Zusammenhang. So. So, und nicht da. So, dann kommt hier wieder eine komplette Wand. Den machen wir diesmal Marmorfliesen rein. Und in den Büros selber kommt natürlich wieder Parkettboden. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Räume, gehen wir mal auf Büros. Wo sind die? Wo sind die Büros? Da. Wir haben ja mittlerweile 4 Stück schon. Und dann können wir unsere komplette Verwaltung zumindest schon mal wieder
umpositionieren, damit die mal an einem besseren Ort ist. Ist das nicht schön? Ja. Die tun so viel Gutes, finde ich persönlich. So. Wie machen wir die Lampen in diesen Büros? Ja, wobei, das sieht doof aus. Ich mach mal ein modernes Lampenmuster. Es soll ja schön aussehen, nicht wahr? So. Das persönlich finde ich ist ein modernes Lampenmuster. Dann können wir hier da und da und da und da und da und da überall diese wunderschönen Aktenschränke reinsetzen. Ist das nicht schön? Und dann können wir mehrere Schreibtische reinsetzen. Mehrere, einfach aus dem Grund, weil ich jetzt gesagt habe, das ist ein Mehrfachbüro. Pausier mal. Und da mal noch. Und da und da. Und da und da. Die Schreibtische sind dann sehr gut ausgeleuchtet durch eine Lampe in der Zentrale in der Mitte. In einer zentralen Mitte. So kann man die Dinger viel symmetrischer bauen. Eigentlich voll die gute Idee, hätte ich öfter machen müssen. Stuhl und Stuhl. Sehr gut. Dann gehen wir mal hier drauf und entsorgen dieses Gebäude voller Schandtaten. Da so langsam aber sicher mal. Sobald das da oben einsatzfähig ist, können wir den Klotz hier unten ja entsorgen. Finde ich persönlich ganz praktisch. Desto weniger Aufwand. Ihr geht einfach bitte in das andere Gebäude über. Wir planieren euren alten, wahllos gesetzten Trakt. So kann man ihn, glaube ich, wirklich nennen. Und wir bauen nebenbei einen weiteren Knastteil, nämlich den dort. Der wird nämlich, ganz simpel, dafür genutzt werden, ein Lager zu bauen, damit wir hier auch mal ein Lager haben. Wenn auch ein kleines im Moment noch, aber macht ja nichts. Alles aufgeben, alles planieren, alles abreißen, alles zerstören. Wir können noch ein paar Leute einstellen, nämlich beispielsweise einen Psychologen. Wir können ja so viele Psychologen einstellen, wie wir wollen. Was kein Problem ist, deswegen tun wir das auch. Warum auch nicht? Stellt mal die ganzen Abfälle in euren kleinen Abfalleimer. Na, aus welcher Serie war das denn noch? SpongeBob, glaube ich. Musste ich gerade tatsächlich mal lange drüber nachdenken. 2 Sekunden. Passiert. Warum auch nicht? Und auch hier würde ich sagen, machen wir Personaltüren rein. Zack. Baut mal eben bitte. Irgendwer? Da kommen unsere lieben 4 Personaltüren. Zack. Und wir haben, sobald wir jetzt hier das ganze Ding mit Betonplatten ausgelegt haben, muss ja nicht schön aussehen, ist ja nur ein Lager. Ein Lager. Wo ist es? Lager. Da. Einmal bitte ein Lager. Dort könnt ihr jetzt schon mal allen möglichen Scheiß wieder reintragen und LKWs voller Müll vom Gelände fahren lassen. Währenddessen hier oben tatsächlich schon die Bäumchen am Wachsen sind, was ich sehr schön finde. Wobei ich am liebsten natürlich überall die gleichen Bäumchen stehen haben würde. Vielleicht machen wir das noch, wenn wir irgendwann dafür auch noch Zeit haben, uns um so einen Scheiß zu kümmern. Aber ich meine, wir kümmern uns um die symmetrische Anordnung von Lampen. Also werden wir dafür vielleicht auch irgendwann noch Zeit haben. Hier auch eine symmetrische Anordnung von Lampen innerhalb eines Lagers ist auch sehr schön, finde ich persönlich. Und das heißt, wir haben Verwaltungstrakt und sonst was. Welche Räume fehlen denn noch? Vielleicht hätte ich den Verwaltungstrakt nach hier hinten. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt, solange wir noch die Möglichkeit dazu haben. Wir schmeißen den Verwaltungstrakt nach hier hinten. Nein, können wir ja gar nicht. Wobei das Gebäude trotzdem gebaut werden muss, aber wir können den Verwaltungstrakt nicht so da hinten hinsetzen, wie ich mir das gerade vorstelle. Denn wir haben gerade irgendwas erforscht. Dann erforscht mal bitte weiter. So. Das Gebäude hier ist ja kürzer als das Gebäude. Tja. Ist jetzt natürlich eine doofe Frage. Wie kriegen wir das jetzt effektiv gelöst? Indem wir am besten hier wieder einen, diesmal 10 Meter langen, Alter, dieser Wege hinbauen und dann dort Lampen platzieren. Die total toll aussehen. Ich hätte ja am liebsten, dass die Lampen hier die gleiche Textur hatten wie die Innenlampen. Weil ich persönlich finde, das dann sieht das besser aus. Aber ist ja Geschmackssache. Was machen wir denn aus diesem Gebäude? Was wollte ich dann nochmal rausmachen? Zum einen ein Besucherzentrum, zum anderen ein Gruppenraum. Wäre mir persönlich am liebsten. Beziehungsweise ein Besucherzentrum.
Ich meine, was wir noch bauen müssen für unsere Gefangene, und zwar in unmittelbarer Nähe, und das ist für mich hier unmittelbare Nähe noch, vom Trakt her, ist, warte, wir müssen mal gerade eben was ausmessen übrigens. Hab hier gemessen. Bis dahin sind es 89 Meter. Von dahin bis da hinten hin sind es leider nicht 89 Meter. Wir müssen das Gelände da hinten ankaufen, definitiv, wenn wir den Trakt. Wobei, na, nicht zwingend. Ich laber Müll. Egal. Worauf ich hinaus wollte, wir müssen uns überlegen, was wir für Räume noch überhaupt bauen müssen, denn wir müssen zum einen Klassenraum bauen, Gruppenraum, Besucherzimmer, einen Anhörungsraum. Also eigentlich müssen wir das ganze Gelbe noch bauen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie machen wir das am effektivsten? Ich meine, wir können hier zwei Räume reinsetzen. Wir machen bei der 31 hier in der Mitte so einen Strich und fertig ist. Das wäre zumindest mein Vorschlag. Dann könnten wir beispielsweise das Besucherzimmer, das muss sowieso hier in diesen Bereich von dem Raum dann mal rein. Und dann müsste hier kein Gruppenraum, dafür ist das Ding zu groß. Am besten ein Klassenraum. Gruppenraum und Anhörungsraum können wir ja sehr klein halten. Weil die brauchen nicht viel Platz. Machen wir so. Also, wir bauen mit zwei großen Gefängnistüren auf jeder Seite einfach mal eben das Besucherzimmer und ein Klassenraum. Das war das Wort, nach dem ich gesucht habe. Mit natürlich dem Türmodus offen. Und ansonsten kommt ja hier nichts rein und nichts raus. Ohne Wache. Ah, jetzt habe ich die Türen da hinten natürlich wieder dummerweise mitdeleted in meiner grenzenlosen Genialität heute. Bam! Und Ziegelmauer einmal in der Mitte. Das ist für mich die Mitte. 14 nach da und 14 nach da. Das scheint die Mitte zu sein. Warum installiert jetzt gerade? Ach so, doch. Es dauerte wohl nur kurz. Schafft er, ne? Alles installiert. Gut. Dann würde ich den Vorschlag machen, machen wir hier schon mal ein paar, nein, ein paar Lampen rein. Moment, das ist symmetrisch, ne? 4 und 4, ja. Wegen meiner grenzenlosen Faulheit machen wir natürlich einmal. Keinem was sagen. Wir müssen das jetzt mal so machen. Das ist jetzt zwangsweise notwendig gewesen. Klassenraum und Dings könnten auch beide übrigens Parkettboden kriegen. Hätte ich jetzt persönlich kein Problem mit. Würde ich auch so machen. Damit wir hier das ein bisschen schöner gestalten. Klassenraum und Besucherzimmer. Zack. Das Besucherzimmer braucht nur diesen Besuchertisch. Den werden wir wohl irgendwo noch positioniert kriegen. Macht mal eben hier den Boden fertig, damit ich hier effektiv arbeiten kann. Dankeschön. Wir könnten hier ohne Ende Besuchertische reinsetzen. Wir machen das jetzt hier übrigens. Ey, wir machen das jetzt mal richtig, richtig stylisch, oder? Ja, machen wir. Wir machen das definitiv richtig, richtig schön stylisch. Zack, fertig und raus. Moment, fehlt hier eine Lampe. Warum fällt mir sowas auf? Aber da fehlt eine Lampe und da fehlt eine Lampe. Ihr Noten, was soll das? Vermutlich waren die noch nicht installiert, als ich das kopiert habe. Wobei, doch, ich dachte, die wären installiert gewesen. Komisch, komisch. Ich würde fast den Vorschlag machen. Wir machen na, einen Besuchertisch. Dahin. Oder beziehungsweise wir drehen den so. Komm, na verdammt, das geht natürlich wieder nicht. Aber okay. Wir machen einen Besuchertisch. Dann kommt eine Ziegelmauer. Das insgesamt benötigt einen Platz von 4. Das machen wir jetzt auf diesen Seiten hier. Überall. Machen wir noch ein paar Besuchertische. Hier ist ein Besuchertisch. Da. Nein, so noch so rum noch nicht. So. Und dann machen wir hier diese ganzen Räume tatsächlich auf der Höhe zu. Dann können wir die großen Türen hier eigentlich auch austauschen, aber die lasse ich mal drin. Und ich würde sagen, hier gibt es jeweils immer einen Eingang für die. Ja, so machen wir das.
Und ja, wir müssen die Scheißtüren dann dummerweise demontieren, aber macht ja nichts. Gibt Schlimmeres und Tragischeres auf der Welt, als dass wir diese schönen Teile demontieren müssen. Da müssen wir uns mit den Lampen zwar nochmal Gedanken machen, weil ich glaube, die sehen so scheiße aus, wenn wir die so setzen. Das heißt, wir müssen die hier noch ein bisschen anpassen. So, so. Zack, zack. Ich der eine Tür, der eine Tür, der eine Tür, der eine Tür. Nein, der doch nicht. Das wollte ich jetzt nicht. Da kommt eine Tür. Nein, da. Da und da und da und da und da und da. Und dann kommt hier die scheiß Ziegelmauer wieder zu. Ich persönlich war noch nie wirklich in einem Gefängnis. Womit ich jetzt nicht das Einbuchten meine, sondern auch nicht auf Besichtigung oder sonst was mag. Was mir persönlich jetzt in dem Fall einen kleinen Nachteil verschafft, weil ich keine Ahnung habe, wie es in so einem Gefängnis tatsächlich innen drin aussieht. Außer, dass man das jetzt aus Dokus kennt, aber das ist meistens im Ami-Style und das sieht aus wie, oh mein Gott, da will ich niemals hin. Eigentlich ganz gut, gute Abschreckungsmaßnahme. In Deutschland sind die Gefängnisse ja eher so, nicht schlecht. Klassenraum, da fehlt noch was. Wir brauchen Pult und Schreibtisch. Hör auf, hier irgendwas erforschungstechnisch fertig zu kriegen. Wir setzen dir mal da ein Pult hin und noch ein Pult und dann kriegst du hier da ein Stuhl und da ein Stuhl und dann kriegst du hier ein paar Pulte hin. Zack und zack und zack und zack. Der Klassenraum braucht auch keine so verdammt großen Türen. Wir demontieren diese verdammt großen Türen. Meine Güte, ist ja furchtbar. So. Dann kommt mein Ding da und dahin und da und dahin und dahin. Machen wir das so? Nein, machen wir nicht. Dahin und dahin und dahin und dahin. Hauptsache, wir haben möglichst viele Reihen mit Tischen. Und die in der Mitte sitzen, haben es natürlich gut, weil die können wenigstens spicken. So, hier kommen auch wieder zwei normale Gefängnistüren rein. So als Vorschlag. Einerseits. Ziegelmauer, Ziegelmauer. Tür bauen. Du schaffst das. Bau die Tür noch ein. Steck den ganzen Rotz da rein. Hat sich gereimt, hey. Und dann haben wir unseren Klassenraum heute auch schon gebaut gekriegt. So, finde ich persönlich schon ganz gut. Was uns jetzt an Räumen natürlich noch fehlt, sind Hof. Ganz wichtig. Gruppenraum. Auch nicht unwichtig. Oh, verdammt, Besucherzimmer müsste ich hier vielleicht mal ein bisschen anpassen. Wir machen nicht ganz viele Besucherzimmer, ja. Also das ist ein Besucherzimmer jeweils und das ist ein Besucherzimmer. Innenliegend und sonst was. Alles erfüllt. Was wir dann noch brauchen, ist eine Bücherei und eine Kapelle und einen Anhörungsraum und... Also alles, was noch gelb dasteht, ist sehr wichtig. Grün ist eigentlich bis auf die Krankenstation relativ irrelevant. Isolationszellen brauchen wir auch noch und Übergangszelle brauchen wir auch noch. Eieieiei. Auf jeden Fall, so stellt zumindest schon mal ein Grundknast, mit dem wir was anfangen könnten. Aber noch leider nicht genug anfangen können. Deswegen mache ich mal den Vorschlag, bauen wir in der Folge hier noch zumindest einen 3-4er. Mach mal so. Wie breit war das hier immer? 8. Machen wir hier mal einen 8er Weg bis nach da oben. Zack. Katsching. Auch wieder mit diesen wunderschönen Design-Elementen, die ich mittlerweile zu faul bin, selber zu bauen, weshalb ich sie kopiere und hier einfüge. Und, okay, das Kopieren hier wäre jetzt unnötig gewesen. Aber egal. Haben wir halt einmal mehr kopiert. Wissen wir nochmal einmal mehr, wie es geht, ne? Oder wie war das? Man lernt ja immer Learning by Doing. Zack, zack, zack. Fertig ist. Das Ganze steht. Finde ich sehr schön. Und dann würde ich den Vorschlag machen, bauen wir einfach, weil es so schön ist. Hier müssten wir eigentlich einen Hof hinbauen. Und das machen wir jetzt auch eigentlich am besten. Also ich würde jetzt vorschlagen, Räume, Hof. Wo ist der Hof? Da. Yard. Dann machen wir ab hier quasi einen Hof, aber ich weiß noch nicht so wirklich,
ich den Rest von dem Knast hier baue. Zumal wir den hier um die Ecke bauen müssen, was unfassbar kompliziert sein dürfte. Also am besten, meiner Meinung nach, ist es jetzt anzufangen, den Knast bis da hinten hin so zu planen. Und der hat eine Breite von 26 und diese Breite direkt hier runter. Schon mal zu übernehmen. Heilige Scheiße. Jetzt haben unsere lieben Mitarbeiter, glaube ich, Chaos pur. Die haben, glaube ich, gerade Party hart. Ich glaube, das wird auch die Bauphase hiervon wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Weil ich glaube, es ist gerade am effektivsten, wenn die erstmal einmal den kompletten Trakt einmal grob bauen, damit wir wissen, wie viel Platz wir im Innenbereich haben. Wie viel Platz wir effektiv nutzen können. Verstehst? Sehr gut. Verstehst. Wir haben unseren Knast hier gerade im Moment auch sehr wenig Planung in diesen Knast investiert, eigentlich sogar. Also im Vergleich zu dem, dass wir einfach so drauf losbauen und tatsächlich hier ohne Ende bauen. Wie viel ist unser Knast eigentlich im Moment wert? 490, 470.000 Dollar. Das ist viel. Muss ich ehrlich sagen. So. Also ich glaube, so viel kostet unser anderer Knast ist im Moment ein Wert von 580.000 Euro, glaube ich. Nicht schlecht. Schön, dass die immer so auf die Schnelle einmal runterbauen und danach erst anfangen, die ganzen Feinheiten zu bauen. Da haben die hier oben jetzt nämlich noch eine ganze Zeit lang dran zu kämpfen. Zack, zack, zack. Die arbeiten hier schon brav aufeinander zu. Und bauen dann den ganzen Rotz zurück. Ach du Scheiße. Wie sie jetzt hier einfach irgendwie scheinbar wahllos durch die Gegend sprinten. Und logisch betrachtet, eigentlich ist das auch wahllos. Und anfangen das hier zu bauen. Ist nicht schlecht. Hat uns auch verdammt viel Geld gekostet, der Rohbau. Und allein, dass uns das hier kosten wird, diese Zellentrakte zu bauen, wieder überall rein, mit Bestücken von Betten bis sonst was. Ich glaube, das ist noch ein wenig teuer, dieser Knast. Gott sei Dank. Ist er wenigstens was wert. Bau, 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 bau. Aber die haben den tatsächlich relativ schnell fertig gekriegt, muss ich ganz ehrlich gerade sagen. Und das heißt aber, der müsste sich theoretisch auch selbst fertigstellen, wo der hinten an der Wand dran steht. Benötigt Eingang? Nein, leider nicht. Dann geben wir dir jetzt einen Eingang. Ich baue die jetzt. Ja, wie baue ich das denn jetzt? Ich baue jetzt erstmal wieder eine schwere Gefängnistür. Vielleicht reicht es ja, wenn ich hier die Wand abreiße. Macht mal bitte. Irgendeiner hat da bestimmt gerade Zeit für, ne? Ja. Einer ist unterwegs. Und reißt die scheiß Wand jetzt mal eben ab. Mal gucken, was passiert. Requires Entrance ist weg. Das heißt, der hier unten braucht auch keinen Eingang mehr. Was uns die Lampen kosten würden. Stellt mal vor, die würden wir jetzt versehentlich mitplatzieren und die müssten wir alle demontieren hinterher. Oh, nee. Gott sei Dank denken wir da ein bisschen mit. Meine Güte. So. Bam. Bam. Dunkel. Bis auf das hier. Gut, dass wir ein Loch reingebaut haben. So können die auch wenigstens rein und raus. Eigentlich voll praktisch. Echt voll gut geplant hier alles. Darf ja auch nicht wahr sein. Was wir jetzt aber auch auf jeden Fall noch machen müssen, ist eigentlich diese komplette Wand eigentlich abreißen. Weil braucht kein Mensch. Vielleicht brauchen wir sie. Wir bräuchten sie theoretisch. Aber egal. Ich möchte mal gerade gucken, wie viel Platz dieser Raum mit diesem Raum einnimmt. 53 Meter. Ich meine, wir können ab hier planen. Das ist runter, 53. Käme hin. Machen wir auch so. Das heißt, wir klonen jetzt tatsächlich erst wieder einen kompletten Duschraum. Also wir klonen die Duschraum-Ebene hier. Also sobald die da fertig sind mit dem Wand abreißen. Reißt die scheiß Wand ab. Zack, zack. Abbauen, abbauen, abbauen. Schneller, 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 schneller. Ihr müsst nicht den Müll sortieren, ihr müsst den erst einmal abreißen und dann, damit ich hier weitermachen kann. Na los! Geht noch schneller. Sehr gut. Dann drücken wir jetzt mal Pause. Klatschen da wieder einen Duschraum hin. Und darunter nochmal. Kopieren den Teil hier unten nochmal. Klatschen den dahin, klatschen den dahin. Kopieren uns den entsprechenden Gebäudeteil
Lampenteil. Also würde ich zumindest gerne, kann ich nicht komplett, macht nichts. Kopieren uns den Teil hier. Wow, achso. Kopieren uns. Eigentlich hier müssten wir einfach nur ein paar Lampen hinsetzen. Das kriegen wir ja auch noch alleine hin. Da brauchen wir noch gerade kein Sonderzeug für. Zack, 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 zack. Sagen, wir müssten diesen Trakt hier auch wieder komplett absperren. Das heißt, wir müssen wieder eine Lampe neu setzen. So. Und dann klonen wir diesen Gefängnistrakt auch wieder nach 2 Metern Platz. Nach da und nach da. Und man sieht, glaube ich, schon optisch, dass das sehr gut passen müsste. Okay, wisst ihr was? Wir müssen jetzt erst den Nasstrakt hier zwischensetzen. Zack und zack. Also dieses Klon-Tool ist, glaube ich, die für mich persönlich beste Erfindung, um so einen großen Knast zu bauen. Was heißt so einen großen Knast? Aber es ist die persönlich aus meiner Sicht beste Erfindung, um diese Knäste hier effektiver bauen zu können. Sagen wir es ruhig so. Das klauen wir uns auch noch mal bitte. Oh, jawohl. Da bitte einmal hin. Da bitte einmal hin. Da bitte einmal hin. Ich weiß, ich bin gerade lediglich zu faul, die Lampen zu platzieren, aber na und? Lasst mich. Geht auch, glaube ich, persönlich schneller, wenn ich das sogar klone. Wobei, kann ich gerade schlecht einschätzen. Dann kommen da noch Lampen hin. Dann kommen da noch Lampen hin. Und hier das bisschen Keramikfliesen hier hinsetzen. Kriege ich auch noch alleine hin. So. Das wäre jetzt beispielsweise wieder ein kompletter Knasttrakt. Und das Problem ist, wir sind jetzt hier einen Block im Verzug, aber das macht nichts. Im Notfall verschieben wir jetzt hier das Gebäude um eine Reihe nach da und reißen hinten eine ab und haben hinten halt einen Dreierweg. Wen juckt's? Ja, also ich sehe da jetzt auch kein großes Problem drin. Und dass mein Kaffee kalt wird. Lecker. I'm sorry, aber das musste sein. Automatisches Speichern. Ach du Scheiße, wir haben schon eine halbe Stunde voll. Egal. Wir bauen jetzt hier weiter. Das ist so ein Let's Play, wo wir wirklich was geschafft kriegen. Muss man, glaube ich, ganz ehrlich mal so sagen. Die Bäumchen hier sehen auch ganz gut aus. Und so wie wir den Knast im Moment bauen, ist der auch, glaube ich, relativ sicher. Ich weiß gar nicht, ob ich den noch überhaupt erweitern möchte. Ich glaube, die Form sieht sehr gut aus, so. Muss ich ganz ehrlich sagen. Eieieiei. Zack, zack. Schön, dass jetzt schon die ganzen Türen drin stehen, aber immer noch keine Wand gebaut wurde, ne? Geplant sind sie alle. Nicht, dass sie die Wände vergessen hätten. Das finde ich lustig. Oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Wir können hier die ganzen Türen mal wieder auf Türmodus offen stellen. Schon mal schön, dass wir wenigstens selber Arbeit haben noch. Dass uns das Spiel das nicht mitkopiert. Dann können wir eigentlich die schwere Gefängnistür da und da und da und da wieder überall hinsetzen. Ich sag wieder nur noch da. Aber gut, das ergibt sich ja halt eben ein wenig. Ja, so. Hol ruhig an den ganzen Rotz. Türmodus offen, Türmodus offen. Jetzt wieder hoffen, dass sie die Zellenblöcke so bauen, dass sie tatsächlich auch alle Wände selber gebaut kriegen. Ist ja auch so ein Punkt, ne, dass sie die mittleren Teile auch bauen. Aber ich persönlich glaube, die kommen ganz gut voran. Hey, du, geh mal nach da. Schaffst du das? Danke. Das sieht nämlich echt scheiße aus hier mit dem Zaun. Stacheldraht wird ineffizient, wenn da zu viele Pflanzen drüber gewachsen sind. Das müsste man doch eigentlich gelernt haben, oder? Geht der jetzt außen rum? Ja, macht er. Sieht außen rum nämlich total scheiße aus, der Knast. Aber sieht er noch nicht als Aufgabe. Naja. Nicht unser Problem, nicht zwingend. Innen drin sieht er zumindest mal sehr, sehr gut aus und das finde ich auch gut so. Logischerweise. Duschräume sind natürlich auch wieder so sehr aufwendig. Weil sehr viel Kleinkram zu installieren ist. Wobei der hier unten schon fertig ist, der Duschraum. Finde ich gut. Da oben fehlt noch komplett, quasi. Aber der Zellenblock hier unten ist auch fertig. Bis auf ein Klo. Und das wird gerade installiert. Das heißt, Zellenblock ist fertig. Sehr gut. 1+ mit Sternchen. Herzlichen Glückwunsch.
Hier können wir jetzt natürlich auch mal eben wieder sagen, wir müssen hier die Keramikfliesen hinklatschen. Zack, zack. Da oben installiert er gerade auch die Türen. Offen und nicht Geröll. So, jetzt die Tür auswählen. Ach, Mongo. Fasst mal jemand das Geröll zusammen. Ich wäre ihm dankbar. Dann könnte ich mit der Tür auch arbeiten. Na los! Sehr gut. Türmodus offen, bitte. Auch hier bitte Türmodus offen und Türmodus offen. Und wieder mit Keramikfliesen arbeiten. Und dann würde ich sagen, wenn die das hier oben noch eben gebaut haben, beenden wir die Folge. Geschafft haben wir in dieser Folge einiges. Das kann man ja einfach mal so sagen, weil wir keine finanzielle Begrenzung haben. Und deswegen würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Der Knast steht soweit schon mal ein großes Stück weit. Und deswegen haut rein. Bis zur nächsten Folge. Ciao.